Mein Name ist Karin Plog. Oh, das ist sehr schön. Wir haben hier die Karte 8 Münzen. Das ist die Ausgangssituation und das heißt, es wird etwas neu geduldig aufgebaut. Wir haben hier diese 10 Schwerter. Wir müssen keine Angst davor haben, dass hier irgendetwas ist wie ein Riesenanschlag und alles ist vorbei. Wir dürfen uns aber freuen, dass es wieder mehr, ein mehr Miteinander gibt. Dass mehr Zusammenschlüsse da sein werden. Und man sieht einfach hier der Ritter der Stäbe, dass es auch eine gute Stimmung bringt. Eine Aufbruchstimmung bringt, eine Sage, okay, packen wir es wieder an. Und auch nicht, es wird nichts begrenzt, sondern die Grenzen öffnen sich wieder. Die Ausgangssituation, das ist die Karte der Liebenden und da geht es auch wieder darum, Entscheidungen zu treffen und zwar beherzte Entscheidungen. Das ist der Teufel, der steht für Verstrickungen und das heißt, das ist die Position, darum geht es nicht. Und das heißt, lassen Sie sich nicht auf dunkle Geschäfte ein. Ist es richtig, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen? Auch einfach zu sagen, so okay, was ist eigentlich los? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Erstmal Neutralität zu bewahren. Das ist auch eine Herausforderung und das führt uns dann dahin, dass wir auch da wieder, es kommen wieder neue Angebote, es kommen neue Gäste ins Haus, aber wir müssen uns entscheiden, auch mit wem wir zusammenarbeiten wollen und mit wem nicht. Also strahlender Sieger wird die CDU nicht sein. Es ist so... Naja, es ist im Mittelmaß und man muss gucken, was danach kommt.